So, Freunde, einen wunderschönen guten Morgen. Wir öffnen den Laden. Heute werden wir richtig viel verkaufen. Hoffentlich. Also, der Laden ist gefüllt. Mein Angestellter sollte auch gleich eintreffen. Wo haben wir den denn? Da kommt er schon. Wir kommen so ein bisschen Pille-Palle rüber. Aber er kommt. Und das ist wichtig. Die sind auch noch gut gefüllt. So, schauen wir mal, was steht denn jetzt an? Also, wir sind jetzt bei Level 18. Ziemlich weit fortgeschritten, aus meiner Sicht. Was würden wir uns ganz gerne als nächstes freischalten wollen? Alles ist bezahlt. Rechnungen sind bezahlt. Jeglicher andere Spaß ist auch bezahlt. Ich würde gerne irgendwas Cooles haben wollen. Vielleicht die Plüschtiere nicht. Ah. Die haben wir noch gar nicht gekauft, ne? Na, gucken wir erstmal, was wir noch brauchen, dass wir eine Bestellung tätigen. Stimmt, ja, wir hatten Plüschtiere freigeschaltet. Die können wir doch gleich hier hinlegen. Gut, Karten haben wir, die haben wir aus. Sleeves haben wir auch. Guck mal, hier ist auch noch ein bisschen Platz für Sleeves. Dann ist die Box auch leer. Rot, blau, gelb und grün. Wo ist gelb? Da unten. Haben wir noch ein bisschen was. Collectors Editions haben wir auch. Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Deswegen bestellen wir nur diese Plüschtiere einzeln. Die jetzt hoffentlich nochmal richtig scheppern. Leute, ich habe was Neues für euch. Süße kleine Sternchens. Guckt sie euch an. Sind die nicht wunderschön? Box ist leer. So, was soll der Spaß kosten? Oh Gott, die sind ja billig. Fangen wir mal 19 Euro an, mal gucken, ob die weggehen. Ja, wir sollten es erstmal so belassen und Kartenpacks öffnen. Na komm, nehmen wir alle mit. Passt alle. So, dass wir dementsprechend wieder Karten haben, die wir vertickern können. Vielleicht finden wir noch was richtig Schönes. Und ja, da müssen wir Kohle rankriegen. Kohle, Kohle, Kohle. Ich würde den Laden nämlich ganz gerne ein bisschen erweitern wollen. Eigentlich irgendwie. Das ist eigentlich so ein langfristiges Ziel, da noch weiterzukommen. Weil jetzt zahlen wir, glaube ich, auch mehr Miete, ne? Tja. Das sind nicht so die tollsten Packs jetzt gerade, ne? Naja, 7 Euro mal wieder. Das ist nun mal wirklich. Geil wäre wirklich, wenn die letzte Karte mal so wirklich dann eine spezielle wäre. Oh mein Gott. Sind das schlechte Karten? Okay, cool. Gut, gut, gut. Was haben wir hier gehabt? Blaue Würfel haben wir noch. Die haben wir auch noch. Grüne Packs haben wir. Was kosten so die nächste Erweiterung? 900. Oh, wir müssen gelbe Boxen einpacken. Die sind leer. Und eigentlich würde ich gerne was freischalten wollen. Das kostet alles so viel, ne? Das sind 10.000, ne? Ja. Können das nächste Plüschtier holen? Oh, eine Fragezeichen-Lizenz. Booster Packs. Das kostet auch 1.200. Vielleicht sollten wir das auch erstmal machen. Vielleicht wollen die Leute das haben. Ja, komm, ein bisschen noch. Dann haben wir 1.200, dann können wir es jetzt einmal freischalten. Was ist das toll. Da ist dieses Schweine teuer. Jetzt haben wir es. Packen wir schon mal. Ja, packen wir es einmal rein. Oh! Die Karten sind leer.
Immer plus 20% bei den Karten. Es sind ja schließlich Einzelkarten. Vier Stück brauche ich noch. 1, 2, 3, 4. 2, 3 und 4. Roland, ich habe gerade aufgefüllt. Gut, eigentlich müssen wir wieder öffnen. Erst hier öffnen. So, kaufen wir so nach. Aber hier haben wir bisher die besten Hits rausgezogen. Auch wenn es die teuersten Kartenpakete sind. Meine ich doch. Das lohnt sich. Manchmal. Oh mein Gott. Komm schon. Gerade so das Paket raus, ne? Gerade so. Ja, das haben wir auch raus. Ist okay. Dip, 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 dip. Eigentlich geht es ja hauptsächlich auch darum, dass man die Karten öffnet und einzeln verkauft, ne? Ich weiß nur nicht, was es bringt, die Karten sozusagen nach außen in so einem Glaskasten auszustellen. Oh, das war ein schlechtes Paket. Gar nicht auf den Preis achten. Gar nicht auf den Preis achten. 1, 2. Willst du doch nichts? So, die hätten wir. Du kaufst gut. Oh mein Gott, da hat aber wer eingekauft. Dann können wir doch die Bestellung tätigen. Gelbe Boxen. Und neue Pakete. Können wir die hier? Ja, können wir. Neue Sachen sind immer gut. Hallo? Ah. Falsche Taste gedrückt. Wow. Machen wir 75, ne? Geilo. Hat er 1, 2 eingekauft? Direkt. Geil. Das ging flott. Das wird scheppern, sag ich euch. So, was brauchen wir als nächstes? Ja, wir haben ein großes Paket. Kleines Paket und hier noch ein großes Paket, dass wir mal Booster Packs haben. Wir müssen jetzt bis Level 20 kommen, damit wir die neuen Packs kriegen. Oh, da freue ich mich so richtig drauf. Was ist hier eigentlich passiert? Sind doch relativ billig, die Teile. Hier guckt so keiner wirklich, oder? Will doch, hier kaufen sie auch. Oh, Laden. Licht an, bitte. 500 haben wir schon jetzt zusammen. Ja, warten wir noch kurz zu verkaufen. Wir öffnen in der Zeit Pakete. Das ist das Effektivste, was wir gerade machen können. Das war gut, dann Sachen noch rausziehen. Vielleicht nochmal ein paar 100 Euro wert oder sowas ist. Dass wir dann noch mehr an Kohle rankommen. Ansonsten Ware ist gefüllt. Wir müssen gleich noch einmal rüberschauen, ob wir vielleicht noch was ändern wollen. Oh mein Gott, ist das schlecht. Wo ist mein Glück hin? Oh, herrlich. Läuft schon wieder. Ist das schön. Krass, wie kommt... What? Boah! 982? Was? Was?
Kauf eine Karte, ich will sie ausstellen. Guckt sie sich an. Oh. Ist das schön, das Ding. Oh. Ja. So, dann machen wir natürlich auch 20% drauf. Kauf das Ding. Aber die Kohle will ich, glaube ich, erstmal ein bisschen sparen. Zumindest versuchen zu sparen. Launchies haben wir auch noch. Die Pakete haben wir noch. Oh, die Shit, sind die weggegangen. Kaufen wir natürlich nochmal was nach. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, hier eine größere Box zu kaufen. Sind die ja billiger? Was? Ich will es mir mal angucken. Die kosten genauso viel. Sind nur größere VEs. Geil. Egal, kaufen wir. Rinnen ins Paket. Dann können wir wieder was einlagern. Ist auch schon mal gut. Oh mein Gott, wir werden mehr Booster Packs öffnen. Die machen wir gleich auf. Abschnitt ist voll. Weg mit dem Karton. Es rappelt im Karton. Dong, dong. So, und die natürlich auch noch auffüllen. Eine 1000er Karte wurde noch nicht verkauft. Da bin ich ja mal gespannt, ne? Okay, ich würde ganz gerne, glaube ich, noch Flauschis einkaufen, obwohl wir hier noch welche haben und hier. Die Sterne 12. Ja, jetzt hat er eingekauft. Wow, davon muss ich ja nehmen. Ja, viel Spaß damit. Und wir brauchen diese komischen, die hier. Entschuldigung, stellst du dich da? Danke. Ach, die Leute kaufen aber auch, ne? Kauf, kauf, kauft. So ist es genau richtig. Ja, wir können den nächsten Tag beginnen. Kollege, du hast Feierabend. Den Rest machen wir. Tschüssi. 50, 20. Dankeschön. Ach, guck mal, habe ich sogar mein Sternchen direkt dabei. 19 Euro wieder. Einen gibt's zurück. Ciao. So. Eigentlich müssten wir jetzt Profit gemacht haben. Gerade so. Gut, machen wir auch direkt wieder auf, ne? Die gehen mal gar nicht mehr weg, leider. Erst sind sie gut weggegangen und dann gar nicht mehr. Genauso die jetzt gerade. Komm her, wir sparen. Wir haben gesagt, wir sparen. Ja, vollkommen okay. Gutes Paket. Der hat 900 Euro die Karte gekostet, ne? Ich will gar nicht wissen, wie das noch hochgeht, wenn wir die anderen Booster Packs haben. Das wird ja dann nochmal mega. Thank you.
Ah, hier hat man noch zwei. Wir müssen Karten öffnen. Ich hab keine Ahnung, wer war. Ich will nochmal so ein 900er-Ding haben. Können gleich nochmal unsere Bewertung angucken, ob sich die verändert hat. 4,65 war es gleich beim letzten Mal. Achtung, bringen Sie in den Laden nur Bargeld mit, sonst können Sie die Schulden machen, wenn Sie zu viel kaufen. Werde nicht mehr besuchen, es stinkt zu sehr. Was? Hallo? Das müssen wir auch noch kaufen. Einfach noch mehr von dem Zeug. Oh Gott. 16 Euro. Die blauen gehen noch gut weg. Wie viel blau habe ich hier noch? 2 Stück. Was ist, wenn ich die jetzt hier hinpacke? Bisschen umräumen hier, ne? Das hatten wir beim letzten Mal doch schon. Gleich geschafft. Das ist ja nervig. Komm, kauf die 1000er-Karte. Komm mal so. Er muss auch erstmal jemand 1000 Tacken haben, ne? Rote Würfel haben wir noch. Die habe ich drin. Die gehen auch gut weg. Was habe ich denn hier noch? Abschnitte sind voll. Voll. Boah, die werden gar nicht mehr gekauft, ne? Was ist, wenn ich die billiger mache? So auf 3 Euro. Das wäre ein bisschen viel geworden, ne? So, Abschnitt ist voll, das ist gut. Das Ding machen wir gleich auf. Neues Spray. Runter oder hoch? Guter Preis für die Produkte hier. Ja, das sehe ich auch so. Wir haben jetzt 900 wieder. Wenn die 1000er Karte verkauft wird, dann hätten wir auf jeden Fall richtig gut was. Also wir kriegen ja schon massig Kohle rein, ne? 2500 pro Tag. Das heißt, wenn ich nichts ausgebe, könnte ich mir bald sogar den zweiten Ladenabschnitt kaufen. Schön, 49 Euro. Gute Karte. Mein Ziel ist ja irgendwann da nur noch diese hochpreisigen Karten zu haben, sagen wir mal so ab 50 Euro, ne? Die Leute kaufen aber auch im Hintergrund. Seht ihr das? Dass der über den Ladentisch geht? Ey. Nächsten 1000. Das ist die falsche.
wenn wir sie schon einkaufen, können wir doch auch Spaß mit haben, oder? Oh, das war schlecht. Stell dir vor, du gehst nach Hause und hast eine Karte für 1000 Euro in der Hand. Wird sich cool anfühlen, glaube ich. Aber das Geld muss auch erstmal jemand, einen Kunden hier mitbringen, quasi, ne? Mal gucken. Hoffentlich findet sich heute. Mehr, ich kaufe nur noch diese Booster Packs, ey. Ich kaufe die jetzt ohne Ende ein. Und bin nur noch am Öffnen. Was du da für Beträge rausziehst, das ist ja so krass. Haben wir noch welche? Buchs ist leer. So, einmal ganz kurz checken. Was können wir noch kaufen? Wir könnten auch was freischalten, ne? Also die haben wir, die haben wir. Und die andere haben wir auch noch. Aber nur noch einmal. Blauschieß. Billiges. Wirklich billig gerade bei uns, ne? Wirklich sehr, sehr billig gerade. Dann kauft. Tschüss, weggegangen. Guckt euch die Kohle an. Ich weine gleich. Wir müssen sie schlau investieren. Was gibt's hier noch? Wir könnten noch ein weiteres Regal holen. Ein Checkout-Schalter. Ein großes Lagerregal. Bisschen was würde ich ja ganz gern behalten, ne? Also. Hiervon holen wir auf jeden Fall nochmal zwei. Dann. Oh Leute, ich bin mir so unsicher, ne? Ich bin mir so unsicher, was wir jetzt kaufen sollten. Die gönnen wir uns auf jeden Fall. Dann können wir wieder öffnen. Und hier machen wir das jetzt, würde ich sagen. Da sind 6 Stück drin. Gönnen wir uns 2. Okay. Holy shit. So, wir haben was Neues für euch. Was kostet der Spaß? Ah, 43. Die packen wir mal nach hier hinten. Die roten Würfel sind jetzt aus, ne? Oh. Okay. Oh Mann. Wir müssen ja nicht Karten hinlegen. Meine Karte wurde verkauft. Das fühlt sich so gut an, dass du jetzt einfach so viel Ruhe gerade hast, weil du einfach Kohle hast. Das fühlt sich so richtig, richtig gut an. Wir haben sie auch für einen relativ stabilen Preis verkauft. Kann die ja schon mal hier reinladen. Dass wir so ein Paket auf jeden Fall noch brauchen. Habe ich jetzt noch rote Würfel? Ja, hier. Blaue.
Katze. 1800 schwer zusammen. Boah. Hab ich auch noch rote. Ja, sehr schön. Ist einer weggegangen. Noch ein bisschen was auffüllen hier. Voll, Abschnitt ist voll, Abschnitt ist voll, okay. Hallo. Sesam, öffne dich. Rote Boxen, blaue Boxen, gelbe Boxen. Na komm her, dann kaufen wir das noch schnell. Dann geht das wenigstens noch hier jetzt rein. Schön, dass ich immer alles neu verteile. Ich habe 4500 zusammen. Achso. Gut, nächster Tag. Können wir noch einmal eine Karte hinlegen? Ah, super. Dann ist das auch schon wieder voll. Wunderschön. Ich glaube, jetzt haben. Oh mein Gott, was hast du denn noch eingekauft? Oh, dann müssen wir noch kaufen. Wie viel von denen haben wir eigentlich verkauft? Gar nicht, ne? Abschluss! 11 unzufriedene Kunden leider wieder. 3.491 Euro eingenommen. Sehr schön.